Casino gibt es den. Ich meine nicht Casino zur Spielhalle, sorry. Ja. Das meinte ich ja. Ja, zu seinem. Renovierung bitte! Unterschlupf. Ja, bin ich dabei. Nein. Ich bin auf meine neongelben Felgen so schön stolz. Bei dem Magen. Es ist schwer wieder reinzukommen, Kevin. Was? Wenn man das nur zeitlich gezockt hat. Es gibt so viele neue Sachen. Ach gut, ja. Zeit. Das fehlt halt nur die Motivation, muss man zu dir. Auch eigentlich die Leute dafür, um das Spiel zu zocken. Willst du nicht mal weiterfahren oder wollen wir jetzt hier stehen und Autobahn angucken? Ich habe keine Markierung. Ich habe aber eine gemacht. Höchstwahrscheinlich siehst du die nicht, weil ich nicht auf dem Beifahrersitz sitze. Die ist da, die Spielhalle. Wenn du den Punkt jetzt siehst. Jetzt habe ich eine. Jetzt habe ich eine. Ich sitze eigentlich hinten links, also auch nicht im Beifahrersitz. Keine Ahnung. Aber das da ist die Spielhalle. Da steht zumindest mein Auto noch irgendwo. Normalerweise müsste die Markierung orange sein, wenn der Horst das macht. Nö, ich hab die jetzt auf violett. Aber das spannt manchmal. Ach, alles gut, passiert. Ich sehe es ja auch, wo die Gebäude sind. Geht's hier hoch, rechts? Und dann die nächste links. Und dann wieder rechts, links. Der hat sogar rotes Licht, mein Alter. Hm. Ei. Hast du einen Führerschein? Ja, den hat sie bei mir gemacht. Hä? Nee, ich meine, Yvonne. Nein, echt nicht. Oh Gott. So, okay, dann kommen wir mal weiter. So, jetzt muss ich wieder an den Laptop gehen oder wie, ne? Bestimmt. An die Wand musst du gehen. Ich eingerichtet hast das hier. Ja, ist auch noch nicht fertig. Ich will das ja nachträglich noch verändern. Sieht aber schon gemütlich aus. Irgendwer hat wieder Kopfprobleme, weil die kommen schon wieder hier angeflogen. Da werden noch ein paar Neon-Sachen an die Wand. Nein, so ist ein Krankenwagen. Ein Computer ist auf jeden Fall völlig falsch, du bist so eine Tafel. Kevin. Hm? Du bist ja die Kette dieser Tafel. Du gehst ins Büro rein bei dir von der Spielhalle. Was? An die Wahrsagerin und dann geht da eine Treppe runter. Da bin ich schon drin, tschüss. Und da unten sind dann die Pinnwände. Und ich kann euch nachher auch mal zeigen, wie einer aussieht, wenn die komplett fertig ist. Ja, erst einmal mal nach der Mission. So. So, wie starte ich jetzt die nächste Mission? Indem du dich mal die Pinnwand stellst. Ah ja, stimmt, ja. Ja, warte jetzt. Ich war an den Laptop wieder gegangen. I'm on the clock. What you want? Gehen wir mal in den Keller. Nein. Ich vor der Pinnwand durchstehen. Baby hockt bei mir im Keller. Einmal schön hinsetzen und warten auf die Kollegen. It's coming at you. Okay, I got stuff to do. Ich hole gerade ein neues Auto, ich komme sofort wieder nach. Oh, und da wird's gerade das Spiel besoffen. Und da unten kommen noch die anderen Fotos hin.
So. Und was hast du angeklickt? Tresorinhalt. Tresorrauminhalt. Da müssen wir gleich, wenn ihr. Darf ich dazu das sagen? Müsst ihr gleich in der, im Casino das Handy aufrufen. Okay. Wir können. Ich hab ja. Er ist ja auch gepanzert, der Wagen hier. Thomas fährt alleine, okay. Wer will. Autsch. Wer will von euch den Fahrer? Wir sind schon unterwegs. Du kannst uns quasi jetzt hinterher fahren. Wir sind schon. Weil ich hab gedacht, okay. Schön. Ja? Wo bist du denn? Mal, die, wir fahren schon hier hoch. Hast du Yvonne mit eingeladen? Ja, wir haben alle dabei. Markus und Yvonne sind bei mir im Auto mit. Ich will mir was sagen können, ja? Haben wir doch gerade. In dem Moment, wo ich stand ja davor, dann bist du zu deinem Auto. Ich dachte, okay, du fährst alleine. Klar, jetzt wenn wir mich mitnehmen können. Warte mal. Du bist unterwegs, ne? Du kannst ja mit umsteigen nochmal. Du fährst ja den Berg gerade hoch. Warte, ich komm runter. Nein, brauchst du nicht. Ich komm schon. Hi, Leute. Ja, ist schön, der Wagen. Hm. BMW ist das, ne? X5 oder so. Die Musik passt auch. Ich hab keine Musik an. Ich hab die grundsätzlich auch bei mir. Du gestern mit deiner Marschmusik da, ne? Nebenbei, irgendwann, ey. Das Schärfste war ja mit das eine, ne? Boah, was man immer geht. Bei Abschlussfeiern hört. So, ich suche das Gebiet nach der Wache. Genau. Und der musste auf die Fresse hauen oder sonstiges klauen. Ja, Tobi, was du legst dich ja schon freiwillig auf die Fresse. Mann fürs Grube. Aha. Sorry. Achso, das bist du. Geh mal aus dem Weg. Du auch. Habt ihr den? Ja, Zeit so. Was ist denn der? Scheiße. Beseitige die Wache. Beseitige die Wache, okay. Der ist hier hinten rein. Scheiße, der kam mir entgegen, ich hab daneben gehauen. Die Cops sind in der Nähe, ne? Hab ich ihn erwischt? Nee, ne? Ich hab ihn aber. Hey. Nein, ich muss das Telefon einsammeln. Nein, irgendwas in meinem Auto. Thomas, okay. Hab ich das Telefon? Hey. Schnell weg! Ja, der Wagen ist eh gepanzert, alles gut. Auf. Ja, ich glaube, die kriegen wir relativ schnell durch. Ich glaube nicht, dass die groß hier hinten reinfahren. Ja. Ja, aber doch, da unten kommen sie. Die können uns nicht sehen hier oben.
Muss nur gucken, dass ich aus dem blauen Schal war. Hm. Ja, aber die sehen mich. Eigentlich die sehen dich nicht. Jetzt sind sie weg, okay. Pass auf, da könnte jetzt einer entgegenkommen, der ist nämlich, glaube ich, einer hier hoch. Ja, aber die Cops sind schon weg. Ja, aber da kommt noch ein Auto. Das meine ich nicht, meine ich eben. Wenn du die jetzt nochmal gerammt hättest, hättest du sie wieder an der Backe gehabt. Sorry für meine Fahrkunst. Alles gut? Hast du dir diesen Kaffee bekommen? Der steht immer noch da, wie ich gerade. Das machen wir gleich im Casino mit den Handys. Ja! Und wie fahr ich? Gut? Du kannst ruhig Gas geben. Ich war vorsichtig. Ach, mir ist das scheißegal, wenn ich ehrlich bin. Das ist das GTA. Ich ramm die Karre auf, wenn ich sagen muss, irgendwo rein. Wir fahren die NPCs. Denk jetzt an die Kinder, die unterwegs sind. Was für Kinder? Ich habe hier noch nie ein Kind gesehen. Ja, eben. Hier sind immer Tiere. Außer Kev. Haha. Tiere habe ich schon in den Offline-Modus gesehen, aber okay. Im Bad. Ja, Offline, wollte gerade sagen, in der Story sind das. Hast du da Raubkatzen und so einen Scheiß. Und du kannst Rehe jagen und sowas. Ja, das kannst du hier Hündchen. Nicht. Und Hündchen habe ich gesehen. Da Katzen habe ich auch schon gesehen. Die unverwundbaren Hunde, ne? Ja, guck, Thomas, da kommt schon der Krankenwagen für uns. Ne, das sind die mit den Hab-Dich-Lieb-Jacken. Was hat dir denn der Mann an dem Eingang getan? Der Kev schubst mich erstmal raus und ich fall erstmal hinter, weil ich auch gut. Ja. Der Mann, der stand nur so doof im Weg da. Ich hab gedacht, ich wäre im McDrive. So, dann gehen wir mal wieder rein in das Casino. Auf dem Handy findet ihr jetzt so eine App. Hm. Und dann den Ausschlag von den grünen Wald. Ja, bestimmt an der Kasse oben. Ich vermute, dass sie da das meiste. Ja. Mehr verrate ich nicht. Ich bin sicher. Ja, du musst hinten an die. Wo die Spielautomaten sind. Warte mal, ein bisschen da hinten drin. Jetzt auch auf dem Klo? Auf der Toilette, okay. Ja, bestimmt nicht auf der Toilette, sondern oben drüber. Hackst du jetzt gerade, oder was? Scheint so. Nein, man war auch fast voll. Hallo, drängeln Sie mal bitte nicht, ja? Hallo?
Zwei Meter Abstand, Corona und so. Und sie haben keine Maske auf. Hallo. Ich mag es nicht. Verlasse das Casino. Na gut. Ich kann es nicht mal rennen. Ist ja blöd. Ich stehe vor der Tür. Mit laufendem Motor. Na, ich bin schon unterwegs. Du kannst ja hier nicht so schnell rennen, hier in dem Ding, in dem Laden. Oh nee, du hast La Cucaracha drin. Was? La Cucaracha hast du in deinem Auto drin. Ja, die Hupe, ja. Wo wollt ihr denn hin? Ich stehe doch vor der Tür. Wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Ach so. Wenn du einen Beschuss aus hast, dann passiert mir nichts. Hast du einen Beschuss an, bin ich tot. Willst du fahren? Ich warte nur auf die anderen. Boah, Alter. Führerschein, Fahrzeugschein bitte, junger Mann. Was ist das? Was ist das? Ich bin Spezialagent, ja? Wir hatten eigentlich dieses... Hausmeister Krause, Ordnung muss sein. Wer hat eigentlich das Emblemdesign? Freunde von mir. Alle für den Dackel, alle für den Club, Ordnung muss sein. Unser Leben für den Hund geht das weiter. Und dann der Herbert, Hund. Das war meine Crew, die ich hatte, die hatte ich Hausmeister genannt. Da sind alle so rumgelaufen. So, bin da schon da. So, einmal da einsteigen. Machen Sie bitte mal die Tür zu da hinten. Dankeschön. Verlasse das Gebiet. Ausrüstungsmission abgeschlossen. Oh Mann, Corona-Schutz. Du mit deinem Mundschutz. Ja, und? Ist Corona. Oh Gott, Frau fährt, wird da immer teuer. Schnell wieder in der Hand. Naja, mein Name ist Auto. Schon hinten die Rückleuchte kaputt. Und vorne sieht man auch nichts mehr. Eieieiei. Hoffentlich hast du eine gute Versicherung. Auto nicht passiert, das ist robust da. Ja. Das kriegt ihr wohl auch noch kaputt. So wie damals den Werkunterricht oder was? Bei mir. Deswegen lasse ich hier auch nur die schwer gepanzerten Fahrzeuge bei mir fahren. Der Wagen ist schon gepanzert, ich weiß, du kriegst das Auto kaputt. Ich habe bei meiner Mission mein Feldzer ins Wasser gesetzt. Ja, weil du alles auf Ego-Initiative gesetzt hast. Gehen wir mal rein in die gute Stube. So.